Itra-chan hat's gesehen. Boah, Karen-san, das Stück sieht so hübsch aus. Ich weiß, oder? Das war der heißeste Artikel bei weitem während dem Vorverkauf in New York. Ich bin Yuri. Ich habe ehemalig als Versandarbeiterin eines ausländischen Bekleidungsunternehmens gearbeitet. Es ist unser Job, die Artikel zu bewerben. Wir werden definitiv auch viel in Japan verkaufen. Ja! Sobald ich meine Bezahlung habe, hole ich mir vielleicht auch eins davon. Oh, das ist Akane-san und Yusuriya-san von der Verkaufsabteilung. Findest du nicht auch, die Neuankünfte sind super? Ich habe sie auch gesehen. Ich kann es kaum abwarten, wie gut sie sich verkaufen. Leute, die beim Verkauf arbeiten, sehen immer so gut aus. Sie sind total auf einem anderen Level. Umwerfend. Oh. Hast du das lahme Mädel gesehen? Oh, ich kenne sie. Ich glaube, sie ist eine Versandarbeiterin, die Büroarbeit und Marketing macht. Oh nein, es ist mir peinlich, dass Versandarbeiterinnen wie sie unsere Marke bewerben. Ich meine, schau dir mal ihre Klamotten an. Sie muss schlabbrige Kleidung tragen, um ihren unattraktiven Körper zu verstecken. Peinlich. Ich würde nicht so nach draußen gehen, wenn ich so aussehen würde. Hey, ist irgendwas los, Yuri-san? Du wirkst nicht wie du selbst. Eigentlich... Niemals. Das haben sie zu dir gesagt? Ja, aber ist schon gut. Im Vergleich zu denen bin ich wirklich nicht in Form. Worüber redest du? Du bist perfekt, wie du bist. Ich werde mit deren Chef reden, also vergiss es einfach so schnell es geht, okay? Okay. Danach. Dank Karen-san haben die beiden Ärger vom Chef bekommen, aber... Das hat nur noch mehr Holz ins Feuer gelegt. Seitdem... Hässlich. Sie haben sich lustig über mich gemacht, wenn wir aneinander vorbeigingen. Hey, das ist das Mädel, was als Prostituierte arbeitet, oder? Oh nein. Sie sieht so düster aus und arbeitet trotzdem als Prostituierte? Sie verbreiten unsinnige Gerüchte. Sie haben mich gehässig gemobbt. Meine Chefin Karen-san stand weiterhin für mich ein, aber sie haben nie aufgehört, mich zu belästigen. Ich entschloss mich schließlich, die Arbeit zu wechseln. Ich bin traurig, dass ich das machen muss, aber ich halte es nicht mehr aus. Es war eine Woche, bevor ich die Firma verlassen sollte. Etwas Ungewöhnliches passierte. Nur ein bisschen mehr Geduld und ich bin durch damit. Hä? Was machen Sie hier? Normalerweise waren nur 5 bis 6 Sicherheitskräfte bei unserer Firma, aber an diesem Tag waren es mehr als 10. Sie hätten sich alle beim Eingang versammelt. Morgen, Yuri-san. Karen-san, guten Morgen. Oh, sind Sie... Ich habe mich gefragt, warum so viele Wachen heute hier sind. Ist was los? Hä? Die Zeit ist wohl gekommen. Hä? Yuri-san, komm mit. Unsere ganze Abteilung ist wahrscheinlich schon panisch. Hä? Panik? Was geht hier vor? Wieso sind da so viele Kisten aufeinander gestapelt? Das ist verrückt. Was sollen wir tun? Meine Güte, wieso kann ich nicht ins WLAN rein? Ich kann keine E-Mails verschicken. Haben wir Verbindungsprobleme gerade? Hey, jemand sollte die IT-Abteilung kontaktieren. Was ist passiert? Ich kann mich nicht mit dem Internet verbinden. Also haben wir Verbindungsprobleme? Nein, das wurde wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Hä? Warte, was? Oh, da ist der CEO. Damen und Herren, es wurde entschieden, von heute an wird die Marke Etra all ihre Läden in Japan schließen. Und bezüglich dieser Abteilung, es gibt noch Arbeit, die gemacht werden muss, also wird jeder in einem Monat entlassen. Was? Uns wurde nichts gesagt! Es war eine so abrupte Entlassung. Ich hatte davon gehört, wie Firmen im Ausland ihre Mitarbeiter einfach so entlassen, aber ich hätte nie gedacht, dass es so plötzlich kommt. Karen-san, wusstest du davon, dass sie die Läden in Japan schließen? Ich war mir nicht 100% sicher, aber ich musste einen Freund anrufen, der Übersee in der gleichen Industrie arbeitet. Karen, das sind große Neuigkeiten. Mein Chef meinte zu mir, dass Etra vielleicht Japan verlässt. Hä? Deshalb habe ich mich vorbereitet, aber ich bin überrascht, wie sie uns alle auf einmal gefeuert haben. Niemals. Du machst Scherze. Wir haben noch nie was davon gehört und wieso sollten wir unsere Taschen und Schuhe hier lassen? Das ist etwas, was die Firma euch geliehen hat. Ihr müsst das alles zurückzahlen. Das muss ein Scherz sein. Wie sollen wir weiterleben? Ich glaube, das geht uns nichts an. Ihr hättet uns das vorher sagen sollen. So hätten wir uns neue Jobs suchen können. Wie sollen wir die Zeit überbrücken, bis wir neue Jobs haben? Beruhigen Sie sich. Wieso fangen Sie nicht an, damit zum Arbeitsamt zu gehen?
Sorry, aber Sie müssen wirklich gehen. Das ist schrecklich! Ich habe nicht mal Ersparnisse! Wir werden die Firma verklagen. Wir werden die Firma verklagen! Werden wir wirklich? Ja, werden wir. Oh, Junge. Arbeiter der Verkaufsabteilung werden anscheinend heute schon gekündigt. Karen-san, geht's dir damit gut? Ja, kein Problem. Ich habe tatsächlich schon einen neuen Job gefunden. Ich habe meine Kündigung schon eingereicht. Natürlich waren die Gerüchte ein Grund. Aber viel wichtiger dachte ich, dass ich einen Schritt nach oben machen sollte in meiner Karriere. Oh, ich bin froh, das zu hören. Die Leute, die sofort gehen mussten, haben all ihre Sachen in die Kisten gepackt und sobald sie die verschickt hatten, haben sie die Firma gequengelt verlassen. Ich bin so froh, dass ich schon einen Job gefunden habe. Als alle übrigen Tätigkeiten erledigt wurden, verschwand Etra Japan ohne eine Spur. Die letzten Monate vergingen wie ein Sturm. 2 Jahre vergingen. Yuri, wenn du damit fertig bist, hätte ich gerne, dass du die Nummer 35 bearbeitest. Verstanden! Bei meiner neuen Arbeitsstelle lernte ich, wie man schneidert. In letzter Zeit konnte ich endlich als Mustermacherin arbeiten. Ich bin immer noch mit Karen-san in Kontakt. Wir treffen uns ab und zu in Cafés. Ich kann's kaum abwarten, sie wiederzusehen. Ich hab's dir schon gesagt! Eine Frau namens Yuri! Ich hörte, sie arbeitet hier. Also schaff sie ran! Hä? Akane-san und Yusuriya-san? Hey, das ist sie! Sie ist das! Hey! Wir hörten, dass du hier arbeitest! Du wirst wahrscheinlich gut bezahlt. Vor allem bei so einer schönen Firma. Jetzt leih uns Geld! Du bist gerade erst angekommen. Wovon sprichst du da? Du Feigling! Wir haben gehört, dass du wusstest, dass die Firma Japan verlässt. Und du hast nichts gesagt. Was für ein Haufen Müll du bist! Wenn es dir überhaupt ein bisschen leid tut, solltest du uns Geld leihen können. Yuri, was geht dir vor? Das sind die Leute von meiner vorherigen Arbeit. Bezahl uns sofort! Schmerzensgeld! Aha. Also, die Leute, die dich gemobbt haben und aus der Firma geworfen haben? Peinlich. Ich meine, wie alt sind sie? Hör auf, es so zu drehen! Sie hat uns selbstständig verlassen! Nicht nur das! Sie hat uns verlassen, ohne zu... Entschuldigung. Wir reden hier drüben mit Ihnen. Ich würde Ihnen raten, sich zu benehmen. Sonst müssen wir die Polizei verständigen. Was willst du? Geht es dir gut? Ja. Überraschenderweise haben sie nicht nur rausgefunden, wo ich arbeite, sondern sind auch noch aufgetaucht, um mich zu belästigen. Ich war so verwirrt. Es ist 2 Jahre her und so haben wir uns wieder getroffen. Oh, die Mädels. Sie haben mich auch angerufen. Wir sind nicht die einzigen Opfer. Anscheinend fragen sie bei jedem einzelnen vorherigen Mitarbeiter nach Geld. Hä? Aber warum wirken sie so verzweifelt? Es ist 2 Jahre her. Sie müssen doch einen neuen Job haben, oder? Wie können sie so arm sein? Oh, Etra hat sehr gut bezahlt. Sie konnten ihre Lebensstandards nicht senken und ihre Kreditkartenrechnungen wurden immer größer. Kreditkartenrechnungen, hä? Genug über die beiden. Wie geht es dir, Yuri-chan? Läuft dein Job als Mustermacherin gut? Ja, tut es! Seit das passiert ist, sind sie nie wieder in der Firma aufgetaucht. Ich schätze, die Wachen haben sie ordentlich eingeschüchtert. Ich versprach mir selbst, viel Geld zu sparen, damit ich nie wie die beiden ende. Und keine anderen Leute belästige. ご視聴いただきありがとうございました。外資系のお話とか、私には全く縁のない話なので全然わからないですが、こんなに前触れもなく解雇にされてしまうんですね。恐ろしいです。それにしても高級品かつ自分のお気に入りのブランドになってしまうと、なかなか他のものを使いたく